Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Reste der SPD, Sie haben hier einen Antrag vorgelegt, den Sie doch tatsächlich allen Ernstes Demokratiefördergesetz nennen. Wie so oft treiben Sie dabei mit eigentlich hehren Begriffen Schindluder, Toleranz, Anstand oder wie in diesem Falle der Demokratie. Viel zu häufig geht es Ihnen dabei aber leider gar nicht um die tatsächliche Förderung von echter Toleranz, von wirklichem Anstand und der Demokratie, wie sie von der griechischen Antike bis hin zu den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes gedacht und entwickelt wurde. Regelmäßig geht es allzu vielen von Ihnen stattdessen nur um eins, Ihren Machterhalt. Es geht Ihnen nicht um die Demokratie als solches und auch nicht um die Demokratie als Ganzes, sondern zu oft nur um Ihr Parteiinteresse und um Ihre Deutungshoheit. Sie wollen bestimmen, und zwar alleine, was Demokratie ist und was nicht. Sie haben sich ein ganzes System geschaffen, um sich selbst auf Kosten der Steuerzahler zu alimentieren. Parteienfinanzierung, parteiendominierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fraktionsmittel, Stiftungsgelder, Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung und, und. Dazu schaufeln Sie in den letzten Jahren auch noch Millionen und Millionen Steuergelder an sogenannte NGOs, also Ihre ideologischen Vorfeldorganisationen. Und mit dem heutigen Antrag wollen Sie das noch weiter ausbauen und verstetigen. Ich sage Ihnen, wir benötigen keine Abermillionen für eine nur sogenannte Demokratieförderung. Ihre grottenschlechte Politik findet auch durch teure Werbe- und Manipulationsprogramme keine dauerhafte Unterstützung, meine Damen und Herren. Sie haben sich selbst delegitimiert. Sie haben diese Krise ausgelöst, in der Sie sich befinden, und Sie müssen diese nun auch ausbaden. Das kann man auch Gerechtigkeit nennen, ein Begriff, mit dem Sie sich früher ja mal beschäftigt haben. Nur, wer nicht selbst für seine Fehler einsteht, der wird dann eben vom Wähler verantwortlich gemacht. Aber aus Ihrer Krise darf keine Krise des Staates werden. Aus Ihrer Delegitimation darf keine Delegitimation unserer Ordnung werden. Hören Sie endlich auf Ihrem Weg in den Bedeutungsverlust immer mehr Begrifflichkeiten umdeuten zu wollen. Das, was Sie in den letzten Jahren unter dem Begriff liberale Demokratie subsumieren wollen, ist ganz bestimmt nicht das, was Ihren Begründern dabei vorschwebte. Vielleicht lesen Sie dazu noch mal bei Alexis de Tocqueville nach. Wer Regierungskritik übt, ist bei Ihnen ein staatsfeindlicher Hetzer. Wer für den Erhalt von Recht und Gesetz eintritt, ist ein Faschist. Und wer die Probleme Ihrer Multikulti-Seligkeit beschreibt, das ist ein Nazi. Doch, die Menschen beugen sich Ihren Diffamierungskampagnen nicht mehr. Das ist Ihr eigentliches Problem, meine Damen und Herren. Aber was verstehen Sie eigentlich unter Demokratie? Bei einem SPD-Parteifest veranstalten Sie ein sogenanntes Rechtspopulisten-Dosenwerfen. Und auf wen soll da geworfen werden? In einer Reihe stehen da Ihr eigener Parteigenosse Thilo Sarrazin, unsere Alice Weidel, der Bundesinnenminister und die verurteilte Nazi-Terroristin Beate Zschäpe. Sagen Sie mal, in der SPD ticken Sie da eigentlich noch ganz richtig. Der Innenminister, Frau Weidel und eine verurteilte Terroristin sind für Sie ein und dasselbe. Das ist keine Demokratieförderung, meine Damen und Herren, das ist Demokratieverachtung. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich endlich von den Extremisten in Ihren Reihen distanzieren. Ducken Sie sich nicht feige weg, sondern machen Sie öffentlich klar, dass Sie mit solchen Radikalinskis nicht in einer Partei sein wollen. Aber stattdessen wollen Sie ganz demokratisch lieber so verdiente und beliebte Sozis wie Thilo Sarrazin und Heinz Buschkowski ausschließen. Das ist gerade zum Fremdschämen. Und als sei das noch nicht genug, um noch mehr Wähler von der SPD zur AfD zu lotsen, nein, Sie beweisen in diesen Tagen auch noch gleich, für was Ihr Laden vor allem gut ist, nämlich für Postengeschacher und Ämterpatronage. Ihrem abgehalfterten Genossen Machnik wollen Sie mal eben einen 200.000-Euro-Job zuschanzen. Von dem Job hat er zwar keine Ahnung, aber Sie sind der Meinung, der stünde der SPD zu. Nein, das steht ihm nicht zu. Hören Sie endlich auf mit Ihrer Parteibuchwirtschaft. Das wäre ein Schritt zur Demokratieförderung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, eine tatsächliche Förderung der Demokratie begrüßen wir.
Und genau deshalb lehnen wir Ihren Selbstbedienungsantrag, den Selbstbedienungsantrag der abstürzenden SPD ab. Ich danke Ihnen.